Hi, ich bin Hannah und das ist Home of the Goldfish. Die Wohnung ist aus dem Grund besonders für uns, also meinem Freund Memo und mir, weil wir so viel Liebe in die Wohnung investiert haben, indem wir 80% der Möbelstücke entweder geupcycelt haben oder ich aus Pappmaché gebaut habe und dadurch auch für mich eine Kunstform gefunden habe, um mich auszudrücken. Und ja, es ist wie so ein kleiner Spielplatz, wo ich mich ausprobieren darf. Meine Inspiration hole ich mir eigentlich grundsätzlich von organischen Formen und auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ist so eine Idee bei mir aufgepoppt. Als wir so viel Verpackungsmaterial hatten, dachte ich so, oh, es ist viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Dadurch, dass wir noch so ein paar alte Möbelstücke in der Wohnung stehen hatten und ich da noch eine Wertigkeit drin gesehen habe, aber auch nicht so, man kennt das ja, nach so ein paar Jahren sieht man sich daran satt, dachte ich mir so, ich gebe dem allem ein bisschen neues Leben und eine, ja, probiere mich ein bisschen aus. Und das ist dabei entstanden. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut mit dem Rest der Wohnung. Der Spiegel war mein erstes Projekt, mit dem ich gestartet habe. Zum Glück hatten wir Sommer und das Pappmaché ist schnell getrocknet. Da hatte ich zum ersten Mal auch so ein Verständnis, so in welche Richtung sich meine Reise bewegt. Das Mobile zum Beispiel war eher so eine Resteverwertung. Ich hatte die Grundstruktur für den Lampenschirm im Essbereich gemacht und hatte den Ring übrig und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann ist eine Idee zu einem Mobile entstanden, was mir ganz gut gefällt. Und ich glaube auch, dass es den Raum gut füllt, ohne dass es zu aufdringlich wirkt. Den Lampenschirm hatte ich irgendwann als Inspo gesehen und dachte mir so, oh, ist gar nicht so schwer, den nachzubauen. Letzten Endes hat es mich 7 Tage gekostet. Ja, das ist eine Arbeit, die mich wirklich viel Energie gekostet hat, aber es war es definitiv wert. Licht kann eine super Atmosphäre schaffen. Und wenn man sich da so mal ein bisschen rein verkopft oder rein denkt, schafft man damit halt auch so Accessoires, die ein besonderes Raumgefühl geben. Da unser Wohn- und Essbereich zusammenliegt, dachten wir uns, wir stellen da erstmal 2 Stühle hin. Und dass wir mehr Raum zum Atmen einfach haben. Aber wir hatten uns auch darauf geeinigt, dass wir, wenn wir uns jetzt Möbelstücke anschaffen, dass die vielseitig einsetzbar sind. Zum Beispiel der Puff kann als Sitzmöglichkeit dann dienen, wenn Gäste kommen, genauso wie der Hocker im Schlafzimmer. Und ja, die meiste Zeit verbringen wir ja eh unter der Woche zu zweit. Und dann, wenn Gäste kommen, haben wir dann noch alternative Sitzmöglichkeiten, die aber sonst anders im Raum genutzt werden. Wenn ich jetzt so auf die einzelnen Stücke und Objekte gucke, verbinde ich damit jeden Monat, jede Woche, wo ich mich auf diesen Umzug vorbereitet habe. Und da ist so in allem eine Erinnerung drin. Das macht mich wirklich happy. Bevor es weitergeht, helfen wir euch, eurer Küche ein Upgrade zu verpassen. Schaut in unserem Shop vorbei und findet eine riesige Auswahl an allem, was eure Küche zum Lieblingsort werden lässt. Die Küche ist das Herzstück unserer Wohnung, weil mein Freund und ich super gerne kochen. Dadurch, dass der Raum so ein bisschen kleiner ausfällt, war die Frage, wie können wir optisch den bestmöglichsten oder die maximale Wohnfläche so auch
durchkommen lassen, damit das großzügig geschnitten wirkt. Und deswegen fiel die Entscheidung auf helle Töne. Wir haben uns für eine weiße Küche entschieden. Und dann haben wir eine Quarzsteinplatte genommen, damit das so ein bisschen optisch aufgewertet ist. Der Schnitt der Wohnung war eigentlich ganz anders, da man durch den Gang praktisch direkt in die Küche kam. Und wir haben dann nachträglich praktisch den Grundriss verändert mit einem Durchbruch, damit man jetzt durch den Wohn-Ess-Bereich in die Küche kommt. Das ist unser Badezimmer. Ja, aber wie ihr bereits unschwer erkennen könnt, ist es so ein bisschen länger gezogen. Das ist für Berliner Altbauwohnungen ganz normal. Was mir aber wichtig war, war definitiv ein Fenster zu haben fürs Raumgefühl. Und ganz, ganz wichtig, eine Badewanne. Dann hier haben wir die Lampen, die ich gebaut habe, den Spiegel und meine neue Leidenschaft Keramik. Das ist jetzt mein neues Projekt. Dinge aus Keramik zu bauen. Und wenn euch mein Einrichtungsstil gefällt, könnt ihr den gerne auf Westwing nachshoppen. Und hier sind wir im Schlafzimmer. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum die Matratze auf dem Boden liegt. Das hat keinen spezifischen Grund. Ich glaube, dadurch, dass wir erst ein halbes Jahr hier wohnen und auch mit Bedacht die Möbel auswählen, lassen wir uns Zeit bei der Entscheidung. Uns stört das beide nicht, dass die Matratze auf dem Boden ist. Aber das gibt uns auch ein ganz anderes Raumgefühl. Wenn wir irgendwie was Größeres bauen, wie zum Beispiel den Kleiderschrank, kann man die Matratze einfach aufstellen, ohne dass man dann einen Bettrahmen hat. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Raum eine extreme Ruhe ausstrahlt. Im Schlafzimmer haben wir eine ganze Menge an selbstgebauten oder geupcycelten Projekten. Angefangen mit dem Kleiderschrank, den wir so verbauen wollten, dass das so einen Einbau-Charakter bekommt. Hier haben wir ein Poster von Mimos erster Ausstellung. Das finde ich total nice, das ist eine richtig schöne Erinnerung. Finde ich, passt auch super in die Wohnung. Dann haben wir hier eine Lampe, die ich aus Ton gebaut habe. Mein Side Table aus Pappmaché, mal wieder. Und last but not least, der Lampenschirm, der auf Social Media eine ganz schöne Diskussion ausgelöst hat, weil viele den nicht so toll fanden. Aber ich glaube, das war wichtig für mich, einfach meinen Stil zu definieren und was mir gefällt. Und organische Formen sind einfach mein Ding, deswegen, also der liegt mir wirklich am Herzen. Das war's auch schon mit der Roomtour. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben.